Und da sind wir wieder hier bei Russian Fishing. Los geht es mit dem nächsten spannenden Spot. Und zwar heute hier an der Sura. Und ich angelte gerade so vor mich hin und dachte mir, komm, schmeiß doch mal hier an der kleinen Stelle, hier an der Ecke aus, mit den kleinen Ruten. Und siehe da, es bimmelt schon wieder. Der Arland ist, glaube ich, wieder da. Und ich hoffe, direkt doppel. Und ich hoffe, er bleibt auch noch ein bisschen. Ich habe jetzt gerade eben, ja, ein bisschen was Kleineres. Ich habe jetzt gerade eben etwas größere Haken dran gemacht. Und die Fische werden, glaube ich, so langsam größer. Ich habe hier angefangen mit drei kleinen Ködern. Ich habe hier mit einem Mistwurm geangelt. Mit der Borkenkäferlarve. Zack. Schönes Ding. Und mit dem Caster. Und auf dem Caster gingen dann so die ersten kleinen Aalande dran. Und dann bin ich gerade umgeschwungen vom 12er Haken auf den 8er Haken. Und damit angel ich jetzt hier 8er Haken, Halibut und ja, diesen kleinen Anfängerruten der Karma Komfort FD 360. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich stehe hier auf 48,36. Das ist also, wenn man aus dem Dorf runtergeht, am Fluss oder am See vorbei, einfach geradeaus in Richtung von diesem 3-Meter-Loch. Ich werfe hier 20 Meter weit aus. Das ist gar nicht so wirklich weit. Das sind hier 25, 20 Meter, also gerade hier so an diese Kante. Und habe gerade mal ein bisschen Aaland-Futtermischer auch nochmal reingeschmissen, nachdem die ersten kleinen Aalande hier gebissen haben. Und ich bin echt gespannt. Also ich hoffe, da geht noch einiges. Ich liebe die Aalande. Die machen richtig Spaß. Die kämpfen schön. Und bringen auch noch gut Silber. Ja, da auf der 1 geht da schon einer. Ich habe hier gerade die Schlaufenmontage gewechselt zur normalen, zur einfachen Grundmontage. Warum? Weil ich bei der Schlaufenmontage nur einen kleinen Futterkorb hier dran habe. Und dieser kleine Futterkorb, der wurde immer zur Seite gezogen. Hier ist ja ziemlich starke Strömung. Und das war einfach nicht so gut. Das heißt, die Ruten oder die Köder, die Schnüre, die waren dann irgendwann da hinten in dem Bereich. Das ist natürlich dann nicht so spannend. Und ich wollte halt gerade rauswerfen. So ein bisschen hier auch in Richtung des etwas tieferen Flussbettes. Und ich wollte natürlich auch mit diesen Anfängerruten aus diesem Anfängerset angeln. Das war ja auch nochmal ein bisschen die Challenge. Tragfähigkeit 6,5 Kilo. Und da ist ja dann immer automatisch die Lacerti mit bei, mit 5,5 Kilo. Beziehungsweise hier die 5 Kilo Schnur. Ich habe ein Vorfach, habe ich erst am Anfang dran gehabt. Das habe ich jetzt mittlerweile abgemacht. Ein Aaland mit 4 Kilo, den will ich ja auch noch rausziehen. Und das soll ja nicht so ewig dauern hier. Und wie gesagt, hier mit dem 8er Haken und dem Halibut 14 scheint es ganz gut zu gehen. Und hier die letzten Aalande, 2,7 war bisher der größte. Die sind hier alle schon auf Boilie gegangen. Auch die Brasse hat hier auf dem Halibut 14 gebissen. Auch ein schöner Fisch. Kratsching, bringt auch Silber. Sehr gut. Ja, und jetzt einfach mal ein bisschen warten und gucken, was so geht. Es hieß ja lange Zeit, die Sura ist tot, ne? Die Sura ist tot. Am Fluss Sura geht mal gar nichts. Und, tja, in den letzten Tagen haben wir ja viel hier auf Steinschill geangelt. Das hat sehr gut funktioniert. Hier oben in dem Bereich. Wobei das dann heute auch schon wieder ein bisschen weniger wurde im Stream.
Und jetzt gucken wir einfach mal, was es denn noch an kleineren Fischen gibt. Na, da hat doch was gezuppelt. Oh ja, die Aalande. Die Aalande beißen ja manchmal, ohne sich zu melden. Das ist natürlich gefährlich. Wie sieht das hier aus? Da ist aber nichts. Okay. Machen wir hier mal schön stramm. Vielleicht gibt es einen ganz kleinen Ruckler auch nur, wenn der Köder angehoben wird. Und da geht schon wieder einer dran. Es ist nicht festzustellen. Es ist nicht festzustellen. Man muss tatsächlich immer mal wieder überprüfen. Ein Kilo Aaland jetzt sogar. Es ist einfach nicht festzustellen, ob da einer dran ist. Hier schon wieder. Oder nicht. Ist der Hammer, ey. Mit den Ruten geht man natürlich hier hart ans Limit. Eieiei. Komm schon. Oh, jetzt geht es auch langsam hier in den Abend hinein. Das ist sehr gut. 2,3 Kilo. Sehr, upala, 20 Meter. Noch ein bisschen mehr. Ah, ich werfe nochmal aus. Ich hatte hier in diesem Bereich hatte ich Futtermische hingeschmissen. Da sollte ich vielleicht dann doch einigermaßen hintreffen. Ah, gut, es geht. So. Das hier ist die Rute, da ist schon lange kein Biss drauf, die werfe ich auch nochmal aus. Schon die erste Verwirrung hier im Chat, was ist da los? Ihr fangt ja. Sehr gut. So. Ja, weiter gucken. Ja, das ist natürlich wirklich, man muss wirklich zwischendurch mal überprüfen, ob noch was da ist. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das schon. Ich glaube, das kann man noch optimieren. Ich denke, dass ich vielleicht auch nochmal mit etwas schwererem Setup hier rangehe. Einfach nur, um den Fisch leichter rauszukriegen. Etwas schwereres Setup, vielleicht dann mit Fluorocarbon in Kombination. Und ja, ich glaube, wenn ich so im Bereich von 10 Kilo, da war schon wieder was, 10 Kilo Tragfähigkeit auf der Schnur. Das wäre nicht schlecht. Und dann mache ich 9 Kilo Fluorocarbon oder 7,7er. Damit sollte man eigentlich ganz gut die Aalande hier rausziehen. Und natürlich noch verschiedene Futtermischungen bzw. Verschiedene Köder auch ruhig nochmal verwenden. Halibut 14, Lachs 14 ist natürlich ein Klassiker, aber wenn ihr schon mal hier mit etwas dickerem Vorfach und dickerem Setup steht, auch ruhig mal den Tauwurm versuchen. Wenn man zurzeit in die Rekorde reinschaut, ist der Tauwurm natürlich auch immer wieder mit dabei. Auf die Gefahr hin, dass man natürlich auch was anderes hier fängt als den Aaland, wie zum Beispiel einen Wildkarpfen oder vielleicht ein Stör oder Sterlet. Aber da muss man natürlich schauen, wie das Setup ist. Für kleinere Angler im Levelbereich, ja, wo man vielleicht noch nicht so ganz gutes Setup hat. Ich meine, das sind hier diese Anfängerrouten. Absolut noch empfehlenswert. Einfach mal hier hinstellen, die Rute rauswerfen mit feinem Setup. Die Bremse immer schön runter machen, dass euch da, wenn was Dickes beißt, nichts durchgeht. Und einfach mal ausprobieren.
es ist nicht so schwierig, neue Spots zu finden. Wenn dir der Spot gefällt, wenn du ein paar Aale an dir fängst, lass doch einen Daumen nach oben da. Wenn dir das gesamte Format gefällt, abonnier doch den Kanal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal entweder im Livestream auf Twitch oder hier auf YouTube mit dem nächsten Video. Bis dahin, tschüss.